So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und heute ist eine kleine Besonderheit, denn ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Heute kam nämlich ein Item rein, was über 1000 Tage nicht mehr im Shop war und noch ein neuer Skin. Also heute will Fortnite es mal wieder wissen. Aber 1000 Tage ist schon heftig. Aber hier erstmal der komplett neue Skin. Wir haben ja alle die Spire-Wächterin quasi im Battle Pass mit drin. Das hier ist jetzt die männliche Variante. Sieht auch nice aus. Gefällt mir ganz ehrlich sogar besser als die weibliche. Die weibliche sieht irgendwie komisch aus. Man hat zwar drauf geschwitzt, Level 225 zu werden. Aber der Skin hier sieht auch nice aus. Aber ich sage ganz ehrlich, den anderen Skin habe ich auch kaum gespielt. Aber man muss halt jeder selber entscheiden. Und denkt dran, wenn ihr mich supporten wollt, natürlich erstmal auf das Video gerne ein Like da lassen. Und natürlich Creator Code YT-FamilyHack. Auch danke an alle die fleißig da meinen Creator Code eintragen. Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Dann würde ich sagen, gucken wir auch direkt mal weiter. Fanatica ist wieder zurück mit passendem Rückenaccessoire. Und dann Showdown ist auch wieder zurück. Auch ein schöner Skin, wie ich finde. Auch mit dem Rückenaccessoire statt der SP-Cakes. Dann ist die Hack Money wieder da. Dann schnittiger Vogel. Ah, der gefällt mir nicht so. Und dann Relaxed Pit Jonesy für 1200. Man kennt ihn. Der ganz fitte. So sehen wir bald alle aus, wenn wir nur noch Fortnite spielen und gar nicht mehr rausgehen. Und dann Snackste wieder da. Und Christina. Jetzt kommen langsam die ganzen Ritterskins, die Ursprungsform davon raus. Und dann die Brutzlerin ebenfalls da war. Und das hatten wir schon. So, dann das ganze Schwitzerpaket für 2200 V-Bucks. Der war, glaube ich, auch schon lange nicht mehr da. Warte mal, ich kann mal gerade ganz schnell gucken. Ich beeile mich. Wie lange war der nicht im Shop? 641 Tage. Also der war 641 Tage nicht im Shop und die Pickaxe über 1000 Tage. Und noch den Kleider. Oh, der sieht aber nice aus. Der Kleider ist nice. Hab ich auch nicht mehr am Schirm. Der ist nice. Dann der Schwitzer-Skin schlechthin. Auch mit der hässlichste Skin in meinen Augen. Aber für 2200 V-Bucks. Zwei OG-Sachen. Plus der Kleider. Der ist auch nice. Und noch der Schwitzer-Skin. Naja, den würde ich definitiv nicht spielen. Da würde ich eher die männliche Variante spielen. Ist okay. So, wie gesagt, die einzelnen Preise 1200 für die jeweils für den Skin, 800 für die Pickaxe und 800 für den... Also der Kleider ist echt das Schönste an dem ganzen Paket. Dann haben wir des Weiteren Überschall mit drin. Dann Tacita. Ja, dann haben sie heute alle drin aus der Ritterrunde. Dann das Hüpplama ist zurück. Dann die gute alte Pirouette. Voll ablachen. Das ist mein Lieblings-Emote. Dann Seilspringen. Ebenfalls zurück. So, dann haben wir noch das Deathstroke Zero-Paket ist noch drin. Harley Quinn-Paket ist noch drin. Flash-Paket ist noch drin. Black Manta, der wird immer ein bisschen übersehen hier hinten rechts. Dann Catwoman-Paket. Dann die Batman-Geschichten ebenfalls noch drin. Beast Boy auch noch komplett. Batman Zero und Catwoman Zero. Plus Horizon Zero. Alles Zero. Dann Batman im maskierten Rächer und natürlich unser Dauerbrenner letzter Lacherpaket, ebenfalls noch im Shop drin. Und dann hat sich auch noch was geändert bei der Aufgabe. Ne, die was nicht. Ja, meine Aufgabe. Hä? Dann haben sie die Aufgabe geändert. Ihr wisst ja noch die Aufgabe von wegen mit dem Huhn. Jetzt ist die Aufgabe nicht mehr da. Weil da war nämlich das Problem, dass einige die nicht abschließen könnten. Aber dann denke ich mal, wird bei den meisten das jetzt auch so da stehen. Nämlich die Aufgabe ist bei mir geschafft. Die Wächterin mache ich nicht mehr, ganz ehrlich. Ich quäl mich da nicht ab. Wenn es passiert, dass ich sie besiege, ja, aber sonst... Aber wie man sieht, die Huhnaufgabe ist doch geschafft. Also von Fortnite war nicht gedacht,
dass wir an der Farm landen und mit diesem NPC reden. Weil das ist quasi eine Nebenaufgabe. Und die Hauptaufgabe war Kleid bei Colossal Probes. Also ich bin mal gespannt, ob sie es einfach gefixt haben, dass es jetzt einfach bei jedem zählt. Also ihr seht, bei mir ist die Aufgabe gar nicht mehr da. Und ich denke mal, bei den anderen wird es jetzt auch nicht mehr da sein, weil warum soll es bei mir anders sein als bei euch? Und in dem Sinne würde ich sagen, euch schon einen schönen Freitag haben wir heute. Ich muss jetzt gleich erstmal zur Arbeit. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch wie gesagt, schönen Tag noch und haut herein.